Pass auf dich auf. Ja, und da sind wir wieder im Foyer von Luigi's Mansion. Und damit sage ich auch wieder Heyo und willkommen zurück. Zuletzt haben wir gegen Bullus gekämpft, oder auch besser bekannt als Mega Buhu, der sich aus 15 kleinen Buhus zusammengerottet hat. Und ja, so stieg unsere Sammlung an Buhus auch auf 39 von insgesamt 50, also wirklich ein großer Schritt für bei unserer Geisterjagd. So, ich habe den Wassergeist auch absichtlich mitgenommen, weil wir den auf der Dachterrasse nochmal brauchen. Ich meine, ich hatte vorhin auch schon ein paar Blumenkästen gesehen und ich hoffe mir da so einen kleinen Vorteil bei. Wie eben auch den Vorteil, dass wir jetzt hier Strom haben. Wir haben endlich Licht. Wir müssen uns nicht mehr sorgen, dass uns hier wieder einer mit Bowlingkugeln bewirft. Oder hier der Explosionsgeist ist dann auch weg. Genauso wie unser Bruder. Hier ein paar Treppen hoch. Schon wird es wieder dunkler. Na, ich laufe jetzt einfach mal durch den Trophäenraum einfach durch. Und jetzt wird es hier schon wieder deutlich gruseliger. Gut, manche fürchten sich vor ihren Kellern, andere vor den Dachböden. Ich kann beides gut verstehen. So, dann gehe ich lieber auf die Dachterrasse und gieße hier ganz entspannt die Blümchen hier. Und ernte dabei den ersten Smaragd. Der leuchtet besonders schön im Mondlicht. So, hier ist natürlich das nächste Blümchen mit einem dicken Goldbarren zwischen den Zweigen. Oh, was ist das? Hä? Wir hatten doch schon mal einen Rubin, oder? Ach nee, der hat ja jetzt Brillantschliff. Das ist ja quasi ein roter Diamant. Ein Blutdiamant. Keine Ahnung. Oh, und hier kommen auch die Blüten entgegen. Schön. Ja, mal noch ein paar. Sehr schön. Danke. Danke, lieber Farm. So, mit der Dingens kann ich nichts anfangen. Mit der Bank. Oh, ja, mal auch wieder ein paar Reichtümer zu ernten. Wobei ich frage mich, wer steckt dann sein Geld in den Blumenkasten rein? Ich meine, ich kenne das von Bekannten, dass die ihre Schlüssel in Blumentöpfe reinstecken, also ein Zweitschlüssel zum Beispiel. Was jetzt aber auch nicht wirklich so sicher ist, vor allem wenn der Blumentopf dann direkt neben der Tür steht, würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Aber das Geld, vor allem das Papiergeld, was ja im Grunde nicht aus Papier besteht, sondern aus Baumwollgemisch. Ich weiß nicht, das gammelt doch weg dann. Naja, gut, jetzt. So. Den hier haben wir noch. Ein dicker Goldbarren. Sehr schön. Oh. Und ich war wohl nah genug an der Tür, um hier auch mal mit den Dornen zu interagieren. Und da sind sie weg. Oh nein. Oh nein. Nein, das Licht ist aus. Schrecklich, das ist eine echte Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Der Blitzeinschlag von eben muss die Ursache für den Stromausfall sein. Bei dieser verdammten Finsternis sieht man ja nicht mal die eigene Hand vor Augen. Im Schutz der Dunkelheit haben die Geister freie Bahn. Sei also vorsichtig, Luigi. Freie Bahn? Freie Bahn? Was? Okay. Okay. Weißt du was? Ich gehe einfach durch die Tür. Ich meine, wir haben den Schlüssel immerhin. Und während Luigi ganz entspannt die Tür öffnet, bewegen sich die Geister hinter uns ja auch nicht. So, okay. Vielleicht finden wir ja irgendwo ja den Sicherungskasten oder so. Warte mal, ist die Tür ja überhaupt, ist sie eigentlich echt?
Nein, weder links noch rechts. Okay, dann gehen wir erstmal durch. Ich ignoriere dich einfach. Okay, ich höre irgendwas ringeln. Telefonzimmer. Ernsthaft? Okay, zum einen, warum ist das Telefonzimmer unter dem Dach? Zum anderen, warum klingelt das Telefon, wenn Stromausfall ist? Ich mach... Was? Hab ich irgendwas verpennt? Hallo? Darf ich fragen, wer da spricht? Grausamer Verrat! Nein! Entschuldigung. Ich hätte gehofft, ich würde damit irgendwas rauskriegen. Klingelt das aber nicht mehr. Ach, jetzt klingelt das. Okay. Hallo? Hallo, darf ich fragen, wer da spricht? Luigi? Ja, hallo? Ah, hier spricht Todd. Ich bin so froh. Keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn jemand anders in der Leitung gewesen wäre. Ein Geist oder Bowser oder so. Ah! Wir haben ein riesiges Problem. Der Blitz hat im ganzen Haus einen Stromausfall ausgelöst. Was sollen wir jetzt machen? Dabei fürchte ich mich doch so fürchterlich im Dunkeln. Ah! Gibt es denn keine Möglichkeit, das Licht wieder einzuschalten? Wir wissen leider auch nicht, wie wir das wieder in Gang kriegen sollen. Ich hatte gehofft, du hättest eine Idee. Ah! Ich habe so schreckliche Angst. Das heißt also, wo ich gerade darüber nachdenke, ich erinnere mich an einen großen Sicherungskasten. Im Keller! Im Keller? Na gut, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Stimmt, wir waren ja mal ganz kurz im Keller. Hä? Ist das der hellgraue Raum da. Also jetzt nicht der obere, sondern da bei dem blauen Korridor, neben der Treppe. Da waren wir mal drin. Ganz am Anfang, da bin ich mal versehentlich reingegangen. Jetzt ist die Tür zu? Jetzt ist er abgeschlossen? Das ist doch ein Schlüsselsymbol. Schlüsselloch. Warum klingelt sie immer noch? Hallo? Tratsch, du schon wieder? Hallo? Hallo? Ju? Jemand da? Ah, entschuldige die Überraschung. Ich bin's, Professor Igitt. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Normalerweise benutze ich ja den Gameboy Horror, um dich zu kontaktieren. Doch dieses Mal habe ich das Telefon benutzt, da du in diesem Raum bist. Ja, dann könntest du mir bitte auch mal erklären, warum die Telefone überhaupt funktionieren. Du weißt ja, dass alle Geister das Licht meiden und in der Dunkelheit Zuflucht suchen. Und jetzt pass mal auf. Es gibt einen Geist, der aus der Galerie verschwunden ist und die dunkelsten Orte überhaupt aufsucht. Sein Name ist Onkel Bitterlich. Wenn er umherstreift, hast du vielleicht nur diese eine Chance, ihn zu fangen. Warum suchst du ihn nicht, bevor du dich um das Licht kümmerst? Das könnte clever sein. Selbst für einen Geist ist er recht alt, aber dadurch ist er umso umsichtiger geworden. Was ich dennoch über ihn sagen kann, ist, dass er sehr gerne in Räumen mit Spiegeln ist. Da sucht er besonders gerne Zuflucht. Oh je, die Geister nähern sich deiner Position. Gib acht, Luigi! Ja, da sehen wir auch schon den ersten Quergeist. Oh, komm her, Pinky. Ey, Pinky! Ach, Pinky nervt nicht. Okay, schnell mir kurz den Orangen. Dann kommen wir nicht zu dir. Mann, immer wenn ich denke, ich hab ihn. Warte kurz. So, jetzt habe ich den Pinken. Den Blauen nehmen wir uns gleich vor. Na, ist natürlich auch so schnell. Wenigstens hat das Klingeln vom Telefon aufgehört. Jetzt komm mal her, du. Komm mal her. Okay. Gut. Hier ist zu. Na gut. Oh, Geld. Yay. Cool. So, was haben wir in der Kiste? Luft. Was haben wir in der Kiste? Alles, was in der anderen nicht reingepasst hat.
vor lauter Luft. So. Oh, hier haben wir ein Poster. Moment, mit. Ein Western-Filmplakat. Also ich habe jetzt nicht so viele Western in meinem Leben gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Aber könnte das eventuell Clint Eastwood sein? Ich meine ja nur, so eine gewisse Ähnlichkeit in diesem Pixelbrei ist doch, glaube ich, zu erkennen. Nein. Okay, ist nichts. Alles klar. Hier ist auch nichts. Tischdecke vielleicht. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit, bitte. Okay. Ich weiß nicht warum, ich muss die immer aufsaugen. So. Okay, Konzentration. Wir müssen einen Raum mit Spiegeln suchen. Da wird Onkel bitterlich erwartet. Sag mal, ihr seid aber jetzt auch ein bisschen aufdringlicher geworden, ne? Machen wir mal schnell weiter. Jetzt gibt es allerdings mehrere Räume mit Spiegeln. Na klar, es gibt den Spiegelsaal im Erdgeschoss. Ich kann mich an den riesigen Spiegel im Billardraum erinnern. Und ja gut, jedes Klo wird natürlich auch einen Spiegel haben. Ach, man kann die auch wegpusten mit dem Wasser. Okay, gut. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, wann die Bombengeister detonieren. Was mit den Mäusen hier? Ja, die mögen auch kein Wasser. Dummerweise habe ich keins mehr. Dann saugen wir sie halt alle auf. So, wie gesagt, hier haben wir das. Okay, Feuergeister. Ah, ich hau ab. So. Ich habe ein bisschen Angst davor, mich von der Wand wegzubewegen, sobald ich mich umdrehe. Ja, aber wenn ich die. Ja, genau deswegen. Selbst das reicht schon vollkommen aus, dass sie sich hinter mich anschleichen. Jetzt muss ich aber kurz überlegen. Wenn ich ein Foto auf dem Spiegel mache, werde ich doch zurückteleportiert ins Foyer, oder nicht? Aber hinter mir war er schon. Ja. Und es ist immer noch 3 Uhr in der Nacht. Oder die Uhr ist einfach noch stehen geblieben. Was könnte jetzt ausschlaggebend sein, dass der Onkel bitterlich sich immer vor Spiegel stellt? Ist das so ein eitler Kerl? Wenn ja, dann legt er bestimmt besonderen Wert auf gute Kleidung, oder? Wir hatten ja doch irgendwo das Ankleidezimmer. Boah, Alter, übertreibt man nicht. Wie viele kommen denn noch? Alter! Ja, ich gehe ja schon. Ja, den Pinken habe ich doch gesehen, bevor ich überhaupt in den Raum reingegangen bin. Boah, ich gehe weg. So, hier ist das Ankleidezimmer. Ach, sieh an, wer ist denn da? Niemand wird mich finden. Ich bin alt, verschroben und als wäre das nicht schon genug. Die Leute fürchten sich vor mir. Niemand wird dich finden, nein. Muss man das verstehen? Nee, ne? Ich hätte jetzt gedacht, weil er so besonders eitel ist, dass er sich jetzt die ganze Zeit vor dem Spiegel striegelt oder so. Aber gut. Na komm her, du alter verschrobener Mann.
Ab in den Staubsauger mit dir! Oh. Gut. Das war's. Das war das Rätsels Lösung. Und damit haben wir auch diesen Schlüssel. Für den Keller! Yay! Der alte Sack hat den die ganze Zeit gehabt. Okay. Vor allem jedes Mal zuckt Luigi wieder. Und das ist ja wirklich eine Gefahr. Die können ja nur wirklich treffen, wenn sie dann ausholen. Ja, der eine versucht's schon. Ja, genau. Echt gefährlich jetzt gerade. Wird Zeit, dass wir ganz, ganz, ganz schnell mal den Strom einschalten. Ich bin froh, dass wir hier wenigstens einigermaßen sicher sind. Habe ich jetzt eigentlich eine Möglichkeit, eventuell nochmal die goldene Maus zu verdienen irgendwie? Die kommt nämlich nicht, wenn Licht ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das beeinflussen kann. Hat den immer eingesaugt? Man weiß es nicht. Egal. Es ist nur eine goldene Maus. Ich glaube, man hat die Möglichkeit, 100 Millionen Gold zu verdienen. Ich habe nicht mal die Hälfte. Also muss ich jetzt auch nicht rumeiern für eine kleine Maus. Denke ich mir. Wieso ist da so eine Beule in der Decke? Ist da was drunter? Dann kümmern wir uns um dich. Okay, war vielleicht nur Staub. War eine sehr, sehr staubige Beule. Eine Staubmaus vielleicht. So. Okay. Dann bewegen wir mal den dicken Kippschalter. Und der Strom läuft wieder. Yay! Jetzt wieder ein Buhu und wieder ein Schlüssel. Für den nächsten Raum direkt gegenüber. Okay. Mal kurz gucken, ob hier was versteckt ist irgendwie. Irgendwo. Bei den Fässern vielleicht. Man weiß es ja nicht. Natürlich bei den Fässern. Da war wieder diese komische Buhkugel. Reicht das? Ja. Komm her, du Säufergeist. Boah, 200 ist schon ziemlich viel für einen. Hey! Nein, dann flieht er halt durch den Korridor, ist klar. Gut, ab zum nächsten Raum. Na komm, wage es. Okay, was ist das denn jetzt für ein Raum? Ach, der Lagerkeller. Okay, ich wundere mich nur wegen der Gitter hier. Wir haben sehr viel Staub hier. Erstmal den ganzen Dreck wegsaugen. Willst du mir helfen? Nee, ne? Aber wir kommen sonst auch gar nicht durch. Überall Dreck. Bäh. Und dann noch das dreckige Geld. Nee, das muss erstmal. Das muss ja mal alles aufgesaugt werden. So. So. Mal erstmal hier einen Weg frei machen. Aber ja, klar. Also, statt dich hier zu verstecken, hättest du auch sauber machen können. Okay, stehe direkt vor dem nächsten Buhu. Ich denke, es wird der nächste sein. Huch! Hier haben wir wieder dieses komische Symbol, um an der Decke zu laufen. Frag mich aber wofür.
Das ist dafür. Okay. Oh, ein fettes Herz. Yay. Und ein Goldbar. Hallo? Hallo? Buhu? Ach, nur die Kugel. Okay. Da ist er gewesen. Bruce Lee. Habe ich das richtig gelesen? Ey, dich abhauen. Nein, nicht zu deinen Brüdern. Ey. Oh nein. Jetzt bin ich hier. Was soll denn der Effekt eigentlich? Warum soll ich hier an der Decke rumlaufen? Hier ist doch nichts, was mich irgendwie... Ja, es ist cool, aber warum? Na gut, gehen wir mal durch den Korridor. Nein! Und ab in den nächsten Raum. Und der nächste Geist nervt schon. Ah. Ach nee. An die Buhus werde ich nicht rankommen. Also beide. Wohlgemerkt, beide. Ah, ich brauche jetzt mal die Schlüssel hierfür. Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich meine, sie entwischen mir ja nicht für immer. Eventuell ist der eine auch wieder hierher zurückgekehrt. Nein, ist er nicht. Schade. Aber der hat auch über 200 Punkte. Wie sollst du das auf einen Rutsch mal eben schaffen? Natürlich haut er Feuer ab. Ah, na gut. Gut. Jetzt wandle ich meines Weges wieder einmal quer durch das ganze Haus. Wie ist nach oben? Ins Telefonzimmer. Da geht's als nächstes weiter. Okay.